Hallihallo, Hallöchen und einen wunderschönen guten Tag. Es ist mir eine große Ehre, euch heute hier wieder willkommen zu heißen beim großen Dishwashing-Simulator. Und es werden gedishes und gewashes und geschwammt und Ne, wir gehen erstmal rein. Wir haben die Holzkiste, wurde mir gesagt, kann ich mitnehmen und in der Holzkiste kann ich Dinge sammeln. Das ist ein Tipp, den ich versuche umzusetzen. Ihr wisst, es ist da immer ein bisschen schwierig, was das angeht. Essen geht mir auch irgendwie aus. Also ich weiß gar nicht, ob ich diesen wunderbaren Lauf am Ende des Tages, warum wache ich immer zweimal auf? Das ist irgendwie ganz komisch, ne? Ich bin in so einer komischen Dimension gefangen. Wir haben ein neues Besteck. Ich würde sagen, das schmeißen wir erstmal direkt hier rein. Wir machen das erstmal fertig und verdienen unser Tagwerk hier, unser Geld. Wir haben neue Matratzen. Also falls von euch einer Lust hat, irgendwie mal vorbeizukommen hier bei mir und eine Runde zu übernachten, dann machen wir schöne Pyjama-Partys, fassen uns irgendwie an die Nippel. Das wird toll. Also, zumindest denke ich, dass man das so macht. Mein Onkel Bud hat immer gesagt, Kreis. Nippel, jetzt. So, dann räumen wir das erstmal hier rein. So, und dann brauchen wir noch Convenierables und wir brauchen Zeug auf jeden Fall, ne? Wir brauchen Zeug. Es gibt auch irgendwie eine alternative Steuerung, damit das... Nee, da nicht. Ah, hier. Na, guck mal. Ja, okay. Ich versuche natürlich, eure Tipps irgendwie mitzukriegen. So. Hier die Tasse schrubben. Ich hab schon Tasse. So. Ich weiß nicht, ob das Quietschen im Allgemeinen... Es quietscht. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber mit der Steuerung hier geht das schon irgendwie, ne? Warte mal. Lass mich doch mal hier... Und diese Geräusche. Sind die normal? Kommt da gleich was aus dem Fahrstuhl? Dass das so Horrorelemente hat, das ist schon irgendwie auch crazy, ne? So, guck mal, jetzt können wir Schwämmchen weglegen. Da haben wir schon mal schön durchgespült hier. Jetzt weiß ich nur nicht, kann ich das aufbewahren, das Besteck? Das habe ich immer noch nicht herausgefunden. Ich habe zwar Kommentare gelesen, das macht Kreis häufig, ne? Weil ich auch immer reingehe und die Bots jeden Tag irgendwie entfernen muss. Aber ich kann nicht alle lesen. Leider, leider. Ich wünschte, ich könnte. Ich wünschte, das Leben wäre manchmal ein bisschen einfacher, was das angeht. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Keller. Nee, warte mal, sollen wir die Box mal mitnehmen? So, ich räume mal hier das Zeug aus. Na komm. Kann ich das... Wie konnte ich drehen? Rechte Maustaste. So. Dann nehmen wir doch mal unsere Kiste mit und... Na? Und schauen mal, was unten im Keller für uns verborgen liegt. Gott, das sieht doch jetzt schon grausam aus. Oh, Banane. Was oben drauf oder? Moment, was war das? Da liegt da auch noch was. Was ist das? Die Schrottteile, wofür waren die nochmal gut? Ich weiß nicht genau, wofür die Schrottteile gut waren. Wir müssen immer Sachen finden. Das ist sehr wichtig. Ich konsumiere mal. Hallo, einen wunderschönen guten Tag.
Sollte hier zufällig eine Spinne leben, möchte ich gerade und ganz kurz nur betonen. Dass ich kein Interesse daran habe, irgendwen zu verletzen. Ich bin einfach nur so ein Typ. Ich komme definitiv in Frieden. Ich bin im Auftrag von Kreis Industries unterwegs. Ich glaube, hier war ich schon. Dann erstmal geradeaus durch. So eine Art Taschenlampe oder so. Ich glaube, hier war ich schon, oder? Das ist jetzt natürlich extrem schwierig. Dann höre ich hier immer, da ist noch eine Banane. Hä? Wieso kippt das immer um? Was soll denn das? Guck mal. Ah, da ist noch ein Teller. Hier ist so eine Kartoffel. Oh, da. Da ist die Diskette. Hier ist noch ein Teller. Alles kein Problem. Ey, das ist doch rigged. Was ist denn das? Hier ist noch so ein Metallding. Hallo? Das ist ein großer Fernseher. Nee, hier ist irgendwie... Sieht nicht so aus, als müsste ich da hinten. Shit, ich laufe hier irgendwie im Kreis. Schon recht spät geworden. Was war denn da oben noch? Ein Teller. Kacke. Noch ein Fernseher. War ich hier schon mal? Ich habe auch eine Orientierung wie ein Lachs, ne? Mich irgendwie verlaufen. Hallo?
Das Problem ist, die Dinger sehen alle aus wie der Lift, aber sind nicht der Lift. Ist das das rote Rohr? Hier hatte ich diesen einen Teller gefunden. Hier geht's eh nicht lang. Wenn ich jetzt da lang gehe... Warte mal. Hier ist doch... Kommen wir doch von hier, oder? Okay, es ist gleich 8 Uhr oder so, deswegen würde ich sagen... Gehen wir erstmal wieder hoch, ich habe echt ein bisschen Schiss. Ah, so. Ich würde sagen, wir releasen erstmal alles hier in der Ecke. Die Kiste brauche ich jetzt gerade nicht. Ah, Geld verdienen ist schwierig. Aber erstmal legen wir die Sachen rein. Ich hatte, glaube ich, gelesen, was ich mit dem Schrott machen kann, aber ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich brauche Trinken auf jeden Fall. Trinken ist sehr wichtig. So, hier, damit euch nicht wieder schwindelig wird. So, viel zu putzen gab es ja nicht. Leider. Sleep. Oh Mann, oh. Warte, das würde ich gerne noch machen hier. So, haben wir decrypted. Item Shop. Item Store. Ja, ich meinte Item Store. Item Store. So, ich habe 14 im Moment drin. Sponge brauchen wir eigentlich nicht. Food jetzt gerade auch nicht, ne? Farming. Fertilizer. Fishing Rod. Also Angeln und Dings, ne? Oh, eine Taschenlampe kostet 10. Was gab's denn noch von... Achso, Building. Building. Store. Computer, Basic Bed, Bin... Research Table. Boah. Eine Toilette kostet 15. Kann ich mir nicht mal leisten. Dish Cleaner 1 haben wir. Convenierer kostet 15. Turn L. Dish Dryer. Okay. Eine Slot Machine. Cooking Station, ja, da müssen wir erstmal Farming Dings wäre vielleicht. Naja, okay, nee. Dann gehen wir mal sleepen. Das Bett kann man noch nicht replacen. Jetzt wachen wir erstmal wieder zweimal auf wahrscheinlich. Ach Leute, ist das nicht ein toller Tag, um Geschirr zu spülen, sind wir mal ganz ehrlich. Ich meine, guck mal, wenn die mich doch beobachten hier, ne? Hallo? Oh, da lag noch ein Hotdog-Würstchen drunter. Wenn die mich doch beobachten, dann wissen die doch, ob ich hier Essen habe oder nicht. Und dann wissen die doch auch, dass ich rausgehe oder können die das nicht... Gibt diese Plastic Crate oder so, ist die hinterher, gibt es da größere Rucksäcke oder so? Aber das finden wir noch raus. Das finden wir noch raus, die Reise hier durchs Tal. Ja.
Na komm. Oh. Aber die schmeißen mir auch mal keinen Silberteller oder so runter, ne? Die sagen Silberteller, Goldteller. Onkel Kreis, musst du selber finden. Na komm, Tasse. Lass dich spülen. Na? Na? Tassen muss man ganz vorsichtig spülen. Aber auch schnell. Komm schon. Ja, ich rubbel die Tasse blank. Ich rubbel die Tasse blank. Ich meine, ich bin hier ziemlich einsam und so. Und deswegen lernt man auch, wie man zu rubbeln hat am Ende des Tages, ne? Und da müssen wir irgendwann mal auch ein bisschen Ordnung schaffen, ne? Es ist hier irgendwie auch so... Es ist hier alles so ein bisschen... Naja, ihr wisst schon. Ne, ich leg die Bücher mal auf den Tisch. Obwohl, eigentlich müsste ich meine Zeit nutzen, ne? Aber man kann ja auch irgendwann... Aber wir müssen runtergehen, weil wir müssen ja auch Essen finden und so. Ne? Guck mal, er schmeißt hier nur noch einen Hotdog runter. Ich habe leider irgendwie ein bisschen viel Kohle ausgegeben. Können wir machen mal hier hinten noch so eine kleine Schrottecke auf irgendwie. Irgendwas kann man damit sicherlich eines Tages basteln. So, Kekse. Lassen wir hier liegen. Neben dem Bett. Banane. Ich würde sagen, solange wir noch ein bisschen Essen übrig haben, gehen wir jetzt erstmal runter und gucken, ob wir noch was zu essen finden. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Das mag ich gar nicht hier, den Bereich. Ich meine, wir haben ja die Diskette schon gefunden. Ist auch so eine Art Kanone. Guck mal hier. Da ist ein bisschen Vitamin C. Kann ich das hier, wenn ich das jetzt so da reinmache, bleibt das dann so da drin? Ja. Ist eigentlich ganz schön. Dann haben wir hier noch, was ist das denn alles? Oh, Wasser. Nehmen wir auch direkt mit. Hotdog. Packen wir noch mit in eine Kiste. Ist irgendwie hier so ein großer Bereich. Was ist das hier? Das ist eine Kartoffel. Oder ein Keks. Oder was ist das? Keine Ahnung. Und hier durch das nichts. Na, da ist schon wieder eine Datasette. Ist Schrott. Kartoffel. Tasse.
Ich habe mir auch den Weg überhaupt nicht gemerkt jetzt, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo es lang geht jetzt. Scheiße. Okay, Leute, wir haben uns verlaufen. Wo ich mich eigentlich als letztes verlaufen will, ist hier in dem Saftladen. Okay, hier ist gar nichts. Hier auch nicht. Da gekommen? Oder von da? Ist hier so ein Fernseher? Ne, ich bin... Oh, warte mal, das kenne ich doch. Oder bin ich nicht von hier irgendwo gekommen? Warte mal, ich nehme das mal hier raus. Nehmen wir hier die... Kriege ich das nicht mehr mit rein hier? Nee, leider nicht. Aber es liegt ja noch hier rum. Also eigentlich könnte ich das Schrottding auch noch mitnehmen. So, ich glaube, wir haben eigentlich ganz gut abgefarmt. Schnell raus hier, nicht dass hier... Spirtulla, die alte Kotzspinne kommt. So, guck dir das mal an. Müssen wir mal aufpassen. Ist das hier einer von diesen gefährlichen Tellern, die kaputt gehen können, oder? Mal ganz kurz. Oh, das, beim letzten Mal ist mir der, glaube ich, zersprungen hier. Das ist ein Obsidianteller. So, jetzt haben wir 18,9. Boah! Boah, hat der Kohle gegeben, der Teller. Warte mal, können die Diskette schon mal reintun? Drei Disks. Hä? Haben wir nicht? Success? Achso, es gibt selber andere gleiche, oder was? Das war jetzt gar keine neue, weil das derselbe Bereich war, oder wie? Mal eben kurz hier. Was ist das? Ist auch voll schwer. Ist das ein verschimmelter Apfel? So, die Tassen muss man echt sorgfältig rubbeln. Also. Boah, hat das Kohle gegeben, ey. Das war der übelste Teller. Ja, komm. Man hat geschrieben, das hört sich an, als würde man zwei Gürkchen aneinander reiben. Ich war kurz davor zu überlegen, ob ich mir ein Gürkchen besorge.
Guck mal hier unsere Futterecke direkt am Kopf, falls wir nachts mal wach werden. Ihr kennt das nachts, da braucht man ja ab und zu auch mal so einen kleinen Snacko. Use. Dann nehmen wir mal Internet. Internet. Sleep. Kugelsuche. Was? Building. Oh. Hä? Furniture, Deck, Shelf, Lampe. Ein kleiner. Ich kauf das mal. Dann kaufe ich uns eine Slot-Machine. Jetzt fehlt mir für den Farming-Plot noch ein bisschen Kohle. Naja, aber bevor wir das alles... Ich gehe erstmal pennen. Hier läuft ganz komische Musik irgendwie. Das mag ich nicht, das Geräusch. Fällt mir nicht so gut. Oh, Telefon, Du hast nicht viel Movement gemacht. Ist alles okay? Was? Keep focused. Ja, aber... Ja, er will halt, dass wir die Disketten suchen. Habe ich ja auch gemacht. Da müssen wir dann in der nächsten Episode nochmal mit ihm reden. Oh, hier sind ein paar Tassen gelandet. Gut, kümmern wir uns auch beim nächsten Mal drum. Leute, ich bedanke mich an dieser Stelle. Wie immer recht herzlich fürs Zusehen heute. Wir machen noch ein bisschen Kohle. Dann kaufen wir noch einen Farming-Plot oder so und gucken, ob wir da was anpflanzen können. Und, oh nee, da brauchen wir da bestimmt noch Wasser für. Und ich muss mal schauen, vielleicht finden wir noch raus, was wir mit dem Schrott machen können. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen, erfolgreichen Tag und wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Macht's gut, bis dahin, auf Wiedersehen, reingehauen und tschö mit Ö.